Wir alle sind noch tief bestürzt von diesem kaltblütigen Mord gestern am Frankfurter Hauptbahnhof. Bei einem so grässlichen Verbrechen ist es geradezu die Pflicht der Politik, immer wieder zu überlegen, welche Konsequenzen können wir noch ziehen, um die Sicherheit für uns, für die Bevölkerung weiter zu verbessern. Das ist auch der Grund, warum ich heute hier bin und auch die Sicherheitsbehörden anwesend sind, weil es unmöglich wäre, nach einem solchen Mord einfach zur Tagesordnung überzugehen, ohne Überlegungen anzustellen, welche Konsequenzen ziehen wir aus einem solchen Vorgang und müssen sie ziehen. Wir werden zwischen dem Ministerium des Innern und dem Verkehrsministerium ein Spitzengespräch, wahrscheinlich mehrere Spitzengespräche anberaumen, mit welchen Möglichkeiten wir die Sicherheit auf unseren Bahnhöfen in Deutschland verbessern können. Wir haben etwa, Herr Präsident, 5.600 Bahnhöfe völlig unterschiedlicher Struktur in Deutschland. Und alleine die Zahl dieser Bahnhöfe, aber auch die völlig unterschiedliche Struktur zeigt, dass es sich hier um eine komplexe Aufgabe handelt, wo ja nicht jetzt bei Null begonnen wird, sondern wo es darum geht, wie wir das bisher durchgeführte noch optimieren können, ohne damit den Irrglauben zu verbinden, man könnte totale und absolute Sicherheit erreichen. Aber wir haben die moralische Verantwortung, das Menschenmögliche für mehr Sicherheit zu tun. Deshalb wird es diese Gesprächsrunde auf Spitzenebene geben zwischen Bundesverkehrsminister, Deutscher Bundesbahn und mir, wo wir alle personellen und technischen Möglichkeiten mit den Fachleuten besprechen müssen, die geeignet sind, auch das Sicherheitsgefühl, die tatsächliche Sicherheit für die Bevölkerung zu verbessern. Wir brauchen, das sage ich schon seit meinem Amtsantritt hier, dringend mehr Polizeipräsenz. Das ist für mich noch wichtiger als mancher zusätzliche Paragraph. Und auch die Bundespolizei braucht mehr Präsenz. Und das ist natürlich nur möglich, wenn wir die Bundespolizei personell weiter stark ausstatten. Dazu zählt natürlich auch das Bundeskriminalamt und das Bundesamt für Verfassungsschutz. Dass ich immer eingetreten bin für eine stärkere Videoüberwachung im öffentlichen Raum, ist bekannt. Das wird auch in dem Fall dieser Spitzengespräche wieder eine Rolle spielen. Und ich glaube, man sollte auch nicht von vornherein technische Verbesserungen zur Sicherheit an den Bahnsteigen ausschließen, nicht zum Tabu erklären. Auch solche Dinge müssen ganz nüchtern und sachlich diskutiert werden, aber nicht um des Aktionismus willen, sondern in der Realisierung immer dann, wenn sie nach übereinstimmender Meinung der Fachleute und der Sicherheitsbehörden auch wirklich ein Mehr an Sicherheit für die Bevölkerung bringen. Nun haben wir natürlich auch heute diskutiert, die aufenthaltsrechtliche Seite. Wenn jemand anerkannt ist, wenn jemand einen verfestigten Aufenthaltsstatus hat, genießt er auch die Freizügigkeit. Und deshalb sehe ich jetzt aus diesem Fall keine Konsequenz für unsere aufenthaltsrechtlichen oder ausländerrechtlichen Bestimmungen. Er war in der Schweiz, ist dort ansässig, berufstätig. Da gibt es eine Broschüre von der Firma, wo er beteiligt oder wo er arbeitet, wo dargestellt wird, welcher super Fall einer gelungenen Integration es war. Welche Konsequenzen ergeben sich ausländerrechtlich oder aufenthaltsrechtlich? Zum Letzteren ergeben sich keine Konsequenzen. Es ist halt ein Mensch, der anerkannt ist, der eine Niederlassungserlaubnis seit über 10 Jahren hat, als gut integriert gilt. Und leider eben zu dieser schrecklichen Tat fähig war.